ihr Lieben. Heute möchte ich nochmal gemeinsam mit euch eine Turnstunde mit dem Kuscheltier machen. Dazu sucht ihr euch eins eurer Lieblingskuscheltiere. Und wir machen heute Übungen auf dem Fußboden. Das heißt, ihr braucht genügend Platz und am besten eine Matte, so wie ich sie hier habe. Oder ihr nehmt euch eine Wolldecke, irgendwas, was den Fußboden ein bisschen weicher macht. So, wir setzen uns hin mit gestreckten Beinen. Das Kuscheltier darf erstmal uns zuschauen. Und wir schieben jetzt im Wechsel die Füße so weit es geht nach vorne. Und die Arme strecken dabei im Wechsel so weit es geht nach oben, dass wir uns einmal zu Beginn ganz lang machen. Sehr schön. Und jetzt versuchen wir, beide Füße gleichmäßig nach vorne zu schieben, dass sie auf einer Höhe sind. Und die Arme strecken wir noch einmal ganz lang nach oben und versuchen jetzt mal so weit es geht nach vorne zu kommen. Dann strecken wir uns wieder nach oben und strecken uns nochmal nach vorne und nochmal nach oben und nochmal so weit es geht nach vorne strecken. Der Kopf darf gern auf die Knie gelegt werden, bei wem das klappt. Und das halten wir kurz. Und einmal wieder lösen. Dann öffnen wir die Beine nach außen und krabbeln jetzt mit den Händen, soweit es geht, das Bein herunter. Und versuchen einmal an den Fuß anzukommen. Der Kopf schaut dabei wieder in Richtung Bein. Und wenn es ein bisschen zieht, das ist ganz normal. Dann halten wir das so lange, was aushaltbar ist. Wenn es ganz doll weh tut, lasst ihr das und wandert nur so weit, bis es aushaltbar ist. So, nochmal. Und wieder hochkommen. Und wir krabbeln zum anderen Fuß. Auch hier wieder Blick zum Knie. Wir strecken uns so weit es geht zu dieser Seite. Na, meistens hat man eine bessere und eine nicht so gute Seite. Bei mir ist die Seite besser. Wir gehen nochmal auf das rechte Bein und machen die Übung nochmal. Schön halten. Und einmal lösen. Und noch einmal zum linken Bein. Halten, einmal lösen und dann strecken wir uns immer so weit es geht nach vorne. Auch hier einmal hochkommen und nochmal. Na, da wo es zieht, halten wir das Ganze. Sehr schön. Dann brauchen wir wieder unser Kuscheltier und wir brauchen das erstmal in Griffweite. Wir wollen jetzt nämlich die Hände hinter dem Po stellen und wir heben den Po an, dass wir in einer Brücke stehen. Und jetzt gehen wir auf der Stelle. Ne, wir heben im Wechsel die Beine. Den Po hebt ihr so weit, wie es euch möglich ist. Einige können vielleicht auch so stehen. Und dann die Beine anheben, das ist ein bisschen anstrengender. So, und wenn das gut klappt, darf unser Kuscheltier jetzt mit. Wir legen es uns auf den Bauch, je nachdem wie groß oder wie klein das ist. Klappt das besser oder auch nicht so gut? Das probieren wir mal. Und auch hier wollen wir jetzt im Wechsel die Füße anheben, ohne dass es uns runterfällt. Und noch fünfmal jede Seite. Eins. 2, 3, 4 und einmal noch Nummer 5. Sehr gut, dann setzen wir einmal wieder ab, legen das Kuscheltier vor uns und ändern einmal unsere Position. Wir gehen jetzt in den sogenannten Vierfüßlerstand. Das heißt, die Knie sind ungefähr unter dem Po und die Hände unter den Schultern.
Dann machen wir jetzt als erstes einmal ein Hohlkreuz wie ein Hängebauchschwein und der Blick geht dabei nach oben. Und das Ganze dann einmal entgegengesetzt. Wir machen einen Katzenpuckel. Na, wir schieben richtig die Schulter nach oben raus. Und nochmal in das Hängebauchschwein. Der Kopf macht mit. Und wieder entgegengesetzt. In den Katzenbuckel. Sehr schön. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Übung. Das Kuscheltier legen wir so weit entfernt vor uns, dass wir es gerade noch so nehmen können. Und jetzt strecken wir den rechten Arm aus, das linke Bein dazu. Und jetzt nehmen wir unser Kuscheltier, ziehen unter dem Bauch das Knie zurück und tippen einmal mit dem Kuscheltier das Knie an und schieben beides wieder raus. Eins, zwei und einmal noch Nummer drei. Dann wechseln wir die Seite. Wir setzen das Kuscheltier wieder in Position. Jetzt ist das rechte Bein dran, das heben wir an. Jeder so, wie es geht. Wer das noch nicht schafft, der nimmt nur den Arm und macht die Übung nur mit dem Arm mit. Na, das zeige ich euch jetzt auch einmal. Für wen das Ganze zu schwer ist, der nimmt sich nur das Kuscheltier, tippt einmal unter dem Bauch das andere Knie, was abgesetzt am Boden ist, an und streckt den Arm wieder weit nach vorne. So. Für alle anderen, wir schieben wieder das Bein raus, nehmen unser Kuscheltier und tippen dreimal unter dem Bauch zusammen. Eins, zwei und Nummer drei. Sehr schön. Wieder absetzen. Einmal noch die Übung. Das bedeutet linkes Bein. Ja, ihr könnt es auch abgestreckt hinten aufsetzen. Für wen das Ganze zu schwer ist, für wen aber diese Position zu leicht ist, der schiebt das Bein am Boden raus. Und dann tippen wir hier, soweit es geht, mit dem Kuscheltier einmal unter dem Bauch an. Und los geht's. Wir heben das Bein, nehmen unser Kuscheltier und eins, zwei und Nummer drei. Sehr schön. Andere Seite. Und eins, zwei und Nummer drei. Sehr schön.